Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben ja eine Strecke entdeckt, die sich bestimmt gut nutzen lässt. Und da würde ich aber sagen, machen wir Pause, wir holen uns neues Darlehen. Das ist auch bald schon erschöpft, wir können maximal 10 Millionen uns leihen. Also das wird jetzt echt schwierig. Aber ich versuche einfach mein Bestes jetzt mal hier. Und wir packen das jetzt dann dahin. Und jetzt schauen wir mal bei der Landnutzung natürlich wieder, wo das Produkt am besten hin muss. Das war wieder teuer. So, die erste Linie natürlich, hier oben das Öl, muss runter zur Raffinerie. Das ist Linie 6. Wir brauchen natürlich ein Depot. Machen wir jetzt mal ganz günstig. So, hier. Elf, da ist günstig, da kaufen wir einfach mal zwei Stück oder drei Stück für Linie 6. So. Und noch eine Linie, die jetzt einfach nur das Produkt da hochbringt. Das ist Linie 7. Würde ich sagen, erstmal einer, oder? So. Das war doch, wen haben wir da jetzt geholt? 74, den hier. Linie 7. 3 Minuten, das könnte erstmal reichen. Jetzt haben wir noch 111.000 übrig. Damit könnten wir direkt nochmal was anstellen irgendwo. Hier drüben wäre nochmal was, da oben. Oh, da sieht es nochmal gut aus. Okay, dann würde ich sagen, hier sieht es ganz gut aus. Da können wir hier nochmal was starten. Ist auch noch relativ günstig, 8.000. Ja, geht. Und hier natürlich auch. So. Dann müssen wir jetzt nur noch die Strecke, oder? Und dann haben wir es auch schon wieder. Und dann noch die Fahrzeuge. Also. Kohle. Nach da oben. Transportieren. Das ist Linie 8. Ja, geldmäßig ist halt echt schwierig. Linie 8, Linie 8. Ja, wir können ja sagen, muss ja nicht alles so viel Fahrzeuge pro Linie sein im Moment, da können wir auch sagen, hier, das ist Linie 9 jetzt. Sollte eine von Linie 8 zu Linie 9. Ja gut, aber ein 4-Minuten-Takt, das müssen wir sehen, ob das geht. Und wie war das jetzt mit der Landnutzung? Müssen wir auch nochmal was bauen, wo das Produkt jetzt hinfährt. Ist da Platz? Nein. Dann würde ich sagen, fährt es einfach daran. Die Straße verbinden wir noch. Und dann sieht das eigentlich relativ gut aus hier. Das könnte auch eine gute Zukunft hier haben. Linie 10. Stopp. So, wo haben wir dich hier? Linie 10.
So 3 Minuten, ansonsten 4 Minuten. Wir können es ja schon mal 2 weitere holen hier. Ein. Gibt es noch irgendwas Billigeres? Das sind alles Passagiere hier. Ansonsten könnten wir nochmal so ein Pferd losschicken. So, haben wir 2 Pferde, gut. Dann würde ich sagen, einmal Linie 8. So. Linie 9. Hey, warum hat das jetzt einen größeren? Das ist jetzt blöd. Das, wenn wir jetzt die Pferde daran karren, das ist dann eine größere. Das ist dann langsam unterwegs. Das ist merkwürdig. Naja. So, dann heizt mal los jetzt hier. Werdet verkauft. Jetzt fahrt alle mal raus hier. Das wird jetzt mal spannend, ob wir damit jetzt noch was rausreißen können. Das muss jetzt nämlich funktionieren. So, also Liniennutzung ist schon mal mit drin. Autosave, so. Die Produktion ist schon an der Obergrenze, das ist cool. Das heißt, die entwickeln sich auch schon gleich direkt dann. Ja. Merkt man, jetzt fährt er halt da leer rum, oder was? Ja gut. Muss man schauen, wie das dann läuft. So, oben 228.000 macht das schon mal einen Gewinn, das ist gut. Unsere Bahn, ja, die läuft überhaupt nicht. Unser Zug, Zügchen. Aber seht her, es warten jetzt schon... Leute, hier auch 22, ja perfekt, Leute. Okay, okay, jetzt wird's gut. 3 Leute hat er dabei, 3 Fahrgäste. Gut, wir sind über den Buckel gleich. Wenn da jetzt weiterhin die Leute kommen, das fände ich echt schön. So, da ist der Zug. Und da kommen jetzt alle rein. Wunderschön. Und 6, 7 Leute warten auch schon wieder. Ja, so muss das sein. Jetzt beobachten wir das mal noch ein bisschen. Hier mit der Güterlinie. Sieht auch nicht schlecht aus. Der nimmt komplett die ganze Kohle mit. Das entwickelt sich also auch noch weiter vor sich hin. Und hier warten jetzt schon 33, mein lieber Scholli. Wie viele Kognite gibt es jetzt, wenn er so einen ganzen Waggon komplett abfährt? 142.000, okay. Kann man drüben vielleicht nochmal so einen kleinen Waggon irgendwie dran schrauben oder so. Wenn jetzt hier 11 warten, die hätte er noch mitnehmen können. Hier jetzt auch schon wieder 22 warten, das wird wahrscheinlich steigen. Kann ich mir schon mal anschauen, was für einen billigen Waggon es da gibt, den man da noch hin. Oder was für dieser S-Bahn-Waggon, wie viel hat denn der gekostet? Der war aber relativ teuer, irgendwas mit 120.000 oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, mal 80.000. Ja gut, verhältnismäßig ist es dann nicht so teuer, also. Gut, den holen wir uns. Vom Verhältnis passt das. Zack, gekauft. Der Hänger. Müssen wir noch warten, wo kommt er? Da hinten. Und den schicken wir dann direkt ins Depot, dann fährt er direkt durch, dann hängen wir einen Wagen dran und dann kann der direkt. Da zahlen wir direkt mal was zurück. Die Zinsen sind nämlich irgendwie teuer. Also auf Dauer. Oh, 32 Leute warten hier, das ist ja geil. So, jetzt lädt er hier seine Leute ab, kriegt die Kohle. Das soll direkt weiterfahren. So. Zack. Linie 5. Und wieder rausfahren. Das sieht cool aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist ein Regio-Zug, ja gut, aber. So, wie viel passen jetzt rein? 44! Das ist cool. Fast voll. Und der müsste jetzt auch gut Gewinn machen. Da zahlen wir doch mal wieder was zurück gerade. Insgesamt läuft es doch. Schaut euch das gerade mal an. Ja, Linie 10. 6 Minuten macht noch relativ wenig. Wo ist denn das? Linie 10 schauen wir uns gerade mal kurz an. Jetzt hier die Produktlinie, glaube ich. Ja. Worauf fährt jetzt los, wenn da mehrere Güter warten? Man weiß es nicht. Linie 8 ist Kohlelieferant. Die machen jetzt halt noch nicht so den Gewinn, aber egal. Wir müssen da jetzt wirklich vorsichtig Stück für Stück machen, nicht dass wir da jetzt irgendwas kaputt machen. 50 Leute warten schon, das ist ja der Hammer, was. Ja, aber hier dann halt nicht mehr, ne? Da wollen halt viele rüber, aber nicht zurück. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, ne. Da müssten wir nämlich gleich im Plus sein. Dann müssten wir nochmal richtig gut Kohle kriegen. So. ...53 schon. Eieiei. Der hat jetzt 31. Ja, da macht er auch schon gut Gewinn jetzt. Sehr schön. 93.000, ne? Das heißt, ich versuche halt so schnell wie es geht, das jetzt zurückzuzahlen. Immer wieder was. So, der ist jetzt voll. Ich hoffe, der kann auch 90 fahren. Müssen wir mal schauen, nicht, dass es dem zu schwer wird hier oder so. Ne, der beschleunigt. Das kriegt er hin. Super. Gut. Hier oben sieht es auch gut aus. Kunterbunt. Wir haben jetzt hier
Öl, was wohin transportiert wird? Darüber. Okay, da steigen wir auch direkt ein. Zack, Öl hier. Da ist die Raffinerie. Und Landnutzung können wir direkt hier vorne, würde ich sagen, einen großen anbringen. Kleiner reicht auch. So. Und dann wird das Öl von hier oben runtergebracht zur Ölraffinerie. Fertig. Oh, so zwei Fahrzeuge. Ja, das. Linie 11. Was haben wir da für einen Takt? 4 Minuten lassen wir erstmal. Und dann brauchen wir natürlich nochmal eins für die nächste Linie, wo dann die Güter, das Produkt abtransportiert werden, hier rüber. Und dann haben wir ja auch noch eine Holzindustrie, die versorgt werden muss. Linie 12. So. Dann nutzen Sie bitte unsere Linien. Unsere Linien sind sehr gut. Und dann haben wir zwei Städte, wo wir dann das Produkt theoretisch in beide Städte exportieren könnten. Müssen wir auch erstmal abwarten hier oben. Die Eisenbahn, die läuft. Gut. So, jetzt ist interessant. Okay, wird schon vergrößert. Vergrößert sich, sehr schön. Da warten schon 7. Okay. Wurde es irgendwie doppelt da hoch transportiert? Weiß ich nicht. So, jetzt haben wir noch die Holzindustrie. Wo kommt denn das ganze Holz her? Das Holz geht da hoch. Dann da runter, okay. Dann würde ich sagen, öffnen wir doch auch hier etwas noch kurz. Und schnell. So, da oben das Sägewerk. Hier drüben noch nach der Landnutzung schauen. Wo ist das? So, dann machen wir das einfach hier hin. Verbinden damit nochmal eine schnelle Straße. Dann kann sich das da schneller verteilen. So. Was nicht genügend Platz. Hier ist massig Platz. So. Linie 13. So, wo war jetzt das Holz? Das Holz kommt hier unten raus. Geht hoch zur Sägefabrik. So, das ist also echt wirklich. Ups, das war jetzt der falsche. Linie 13, Sägefabrik. 4 Minuten, das muss erstmal reichen. Und noch eine Linie. Ach, diese Musik, ey. Zum Produkt darunter. Linie 14, da müssen wir jetzt auch wieder warten und auf Geld sparen. So. Wo haben wir den Wagen? Den wollen wir. 74.000 brauchen wir. Warten wir mal eine Runde. Und zack, können wir uns leisten. Linie 14. 4 Minuten Takt, 5 Minuten Takt haben wir hier ein paar Leute. Aber letztendlich müssten die das ja schaffen. So, zahlen wir nochmal 100.000 ab. Und ich trinke nochmal kurz was und wir schauen uns das mal an. Moment.
Also es läuft jetzt inzwischen relativ gut schon. Gut, jetzt machen die hier wieder ein bisschen Verlust. Aber insgesamt rentiert sich das hier. Linie 10 auch schon. Da könnten wir mal schauen, ob wir hier nicht schon Linie 10 das von Linie 8 ist der von Linie 10 dann ist der hier von Linie 10 11 Güter transportiert der. Ja, da schalten wir noch was drauf. Linie 10 bekommt noch ein neues Fahrzeug rein. Dort können wir dann nämlich ein bisschen den Gewinn ausbauen. Linie 9 müssen wir uns auch nochmal anschauen. Was macht denn Linie 9? Man weiß es nicht so genau. Linie 9 bekommt auch noch einen dazu. Gut, da müssten wir unseren Gewinn jetzt eigentlich relativ gut ausgebaut haben. Er bleibt stabil. Das läuft auf jeden Fall schon viel besser, hoffe ich auch, dass ihr das erkennt, als davor, also die Staffel davor. So, jetzt schauen wir hier, ja, die 200.000, die zahle ich mal ab. Müssen wir schon weniger Zinsen zahlen. Und hier drüben dazu, wie sieht es denn jetzt hier aus? Da warten so 13, der fährt jetzt rüber. Ja, mit 17 Leuten drin. Hier drüben warten halt wie gewohnt eine Menge. Gut, das läuft eigentlich. Der Bus hier drüben läuft halt nicht. Woran das liegt, wir wissen es nicht. Kann man auch erstmal nichts machen. Wow, wir sind fast überall im Positiven, außer in ein paar, wo ich das vielleicht noch ein bisschen reinfahren muss. Das finde ich jetzt echt gerade krass. Sauber, echt. Das ist diese Linie hier. Die Linie 1. Da wird er jetzt doch schon hart produziert. Wollen wir dann noch mehr Fahrzeuge reinpacken? Ich weiß noch nicht. Wir könnten nach Flensburg exportieren. Also von da oben dann hier runter. Ja, komm, das testen wir mal. So, Landnutzung ist direkt hier oben. Passt doch. Neue Linie. Vom Produkt da oben. Hier runter, das ist Linie 15. Linie 15, Güter, Güter, Güter. Der schafft 20 Güter. Könnte nützlich sein. Mal schauen. Gut, da hätten wir das geschafft. Jetzt, was wollte ich machen? Ich wollte noch irgendwie was hier hinzufügen. Irgendeine Linie, der Linie 1. Eventuell noch so ein Fahrzeug. Ja, Linie 1 kommen. Brauchen noch ein bisschen Cash jetzt. So, Linie 1. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich ein weiteres Fahrzeug hinzuverdient. So, das ist jetzt Linie 15 hier.
Ja, die müssen jetzt mal ein bisschen produzieren hier. Komm, ein bisschen zack, zack jetzt hier. Aber das muss ich auch erst wieder einpendeln, dass sie dann merken, dass eine höhere Nachfrage besteht. Also erstmal bloß keinen Stress hier schieben und erstmal für gute Finanzen sorgen. Oh je, der Part ist schon wieder lange. Also dann bis gleich und es geht dann auch gleich weiter. Bis dahin, ciao, ciao.